leichter Leben on Tour. Wir besuchen heute mal wieder eine Beraterin ganz privat zu Hause, Stefanie Kralewski, unsere Hexe. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns da gleich so alles erwarten wird. Ja, mal gucken. So ein Riesenhaus, ne? Aber Steffi scheint hier ganz allein zu wohnen. Das Schöne ist ja bei dir, dass du wirklich immer direkt vor der Tür parken kannst, ne? Absolut. Oh, aber ein Hexenbesen. Da stand er wirklich. Er stand wirklich. Du musst deinen Hexenbesen immer andersrum stellen. Deswegen kommen wir ja zu dir, damit wir noch viele Insider-Tipps bekommen. Stefanie Kralewski empfängt uns zu Hause. Wie schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr über die Einladung. Gerne. Jetzt dürfen wir ins Hexenhäuschen mal gehen. Ja, wer bist du denn? Normalerweise hätte ich gedacht, mich erwartet eine schwarze Katze. Ja, die versteckt sich. Die mag nämlich keinen Besuch. Die ist natürlich auch da. Da klar, wir haben das. Die heißt auch Hexe. Die Hexe, genau. Aber die Hexe hat noch ein bisschen Angst. Ja? Richtig, die genau. Kennt uns noch nicht. Flummi nicht, Flummi freut sich immer über Besuch. Flummi! Was ist das denn für ein Hund? Ein Airedale-Schnauzer-Mix. Ah, sind das die, die auch nicht haaren? Der haart wie Sau. Der haart wie Sau. Aber genau. Süß bist du. Ja, das weiß er auch. Süß bist du. Genau, komm gerne rein. Sehr gerne. Man kann natürlich überall ein bisschen Stefanie Kralewski erkennen. Ne? Also so das Hexenhäuschen auf modern gemacht, würde ich mal so behaupten. Ja, ich mag ja gerne die Kontraste. Genau. Aber alles sehr, sehr hell und freundlich. Mhm. Ich dachte ja am Anfang, wir kommen in so ein kleines Knusperhäuschen irgendwie, aber nein, so gar nicht. Du bist ja auch eine moderne Hexe, oder? Ja, ich finde schon. Ist für dich jetzt Hexe? Es gibt ja so ein paar, die mit diesem Wort gar nicht so richtig was anfangen können. Für dich ist es ja eigentlich schon ein Begriff der Ehre, oder? Ja, absolut. Und ich benutze ihn auch mit Absicht, damit er positiv belegt wird. Ja, genau. Seid ihr angekommen? Weil ihr habt ja einen großen Umzug erstmal hinter euch gebracht. Mhm. Das ist ja viel Arbeit. Ja, der ist schon ein halbes Jahr her. Ja, man sagt ja trotzdem, es dauert ja so ein bisschen. Ja, wir sind auch noch gar nicht. Ja, aber bis man sich wohlfühlt, aber es war die richtige Entscheidung. Ah, das absolut. Es ist eine sehr große Wohnung. Sie ist, was wir brauchen, ist ja behindertengerecht. Wir brauchen eine behindertengerechte Wohnung, also eine ebenerdige Wohnung. Die haben wir hier. Wir haben ein klitzekleines Gärtchen, was in Berlin der Jackpot ist. Und es ist ganz wunderbar. Genau, der Garten, den gucken wir uns von hier drinnen mal an. Denn draußen hat es wirklich in Berlin mittlerweile auch ein paar Minusgrade. Genau. Behindertengerechte Wohnung, das ist natürlich schon auch ein Thema, was für euch wichtig war. Ja. Denn du hast zwei Söhne und einen Sohn von dir. Ja. Welche Behinderung, was ist das für eine Behinderung? Ja, er ist geistig-körperlich schwerbehindert. Also der hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Und durch die Epilepsie ist er in seiner Entwicklung ganz stark verzögert. Und läuft daher nicht ganz so gut. Und daher brauchen wir eben die behindertengerechte Wohnung, eine Rollstuhl. Rechte Wohnung. Mhm. Genau. Der ist ja heute nicht da, der ist in der Schule. In der Schule. Na, um die Zeit ist er in der Schule, genau. Ja. Und sag mal, das ist ja so ein Thema, wenn man das erfährt, dass man ein Kind bekommt, mit dem, wo nicht alles so gut läuft. Wie war das damals, also als du die Nachricht bekommen hast? Ja, es war halt dann so. Also das kam eigentlich erst, dass uns das richtig bewusst geworden ist, kam erst so, als er dann so 4, 5 war und das alles nicht aufgeholt hat und er immer noch ganz schlecht gelaufen ist, nicht gesprochen hat. Er ist ja jetzt inzwischen 11 und spricht bis heute nicht und wir raten immer Bedürfnisse. Natürlich, klar, haben wir ein Gefühl für unser Kind und gerade mein Mann ist mit ihm ganz besonders eng verbunden und die spüren sich auch gegenseitig, aber sagen kann das halt nicht. Und das war hart. Und ich hatte so einen Schlüsselmoment, als mein großer Sohn, der damals so um die auch so 11, 12 herum war, der ich hatte auch Tiefpunkte, weißt du, wir sind ja hier auch Menschen, ja, und ich hatte natürlich einen Tiefpunkt, wo ich weinend auf dem Sofa saß und mein großer Sohn dann zu mir kam und sagte, weißt du, wenn die Götter das so wollen, dann müssen wir das eben so nehmen. Und dann dachte ich, okay, dann müssen wir das eben so nehmen. Ja, da merkt man wieder, dass so Kinder manchmal auch in diesen jungen Jahren, ne, die so eine Stärke eigentlich haben und wir so viel von denen auch lernen können. Weil ich kann mir schon auch manchmal vorstellen, dass es Momente gibt, wo man sagt, Mann, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, ich lebe spirituell, ich habe doch alles richtig in meinem Leben gemacht, warum trifft mich dieses Schicksal? Ja, aber das war oft das, warum gibt es ja keine Antwort. Warum? Ich will mir da den Tag mit nicht zerstören, wenn ich morgens mit einem Warum aufwache. Wir nehmen das einfach so, wie es ist. Wir machen das Beste draus. Und
dann ist es halt so. Ich finde ja so und so, ihr habt eine sehr, sehr schöne Lebensweise oder ja, du und dein Mann auch, weil dein Mann ist wirklich der Hausmann, ne? Der ist wirklich für, ja, für die Küche, für's, für die Wohnung, für alles irgendwie so zuständig. Ich habe so einen Luxus. Ich wach wirklich, ich gehe morgens ins Büro und dann wartet da schon ein frischer Kaffee auf mich, den mein Mann dort hingestellt hat. Und das, was ich jetzt hier so sehe, hat mein Mann gebacken. Hat wahrscheinlich auch dein Mann gebacken, ganz oder? Genau. Genau. Ja, an frischer Kuchen. Ja, mein Mann hat auch an Glühwein gedacht. Ich weiß gar nicht, was das immer soll. Da kommt vielleicht der Nebenredaktion, neben anderen würde morgens irgendwie so ein Kaffee angeboten. Nee, uns wird gleich Glühwein angeboten. Na ja, Kaffee haben wir auch. Ja, sehr schön. Wir sind ja mit der alten Wohnung sehr unzufrieden gewesen und waren so lange auf der Suche und ich brauchte neue Möbel, ich brauchte irgendwie was Neues und wollte, naja, na klar, das ist ja auch ein bisschen alles umstellen und so. Also wenige Sachen haben wir mitgebracht. Du arbeitest nämlich hier auch. Genau. Und das Arbeitszimmer, also auf das bin ich natürlich schon sehr gespannt, weil du redest ja ganz oft in leichter Leben auch davon, dass es bei dir natürlich schon auch ja, die Spiritualität im Alltag gibt. Und du hast ein eigenes Zimmer, in dem du quasi deine Beratungen machst, in dem du auch unter anderem kreativ arbeitest, Hexenkalender, also all die Dinge, die du ja auch ins Leben gerufen hast. Ja, und die meisten meiner Hobbys finden auch dort statt, genau. Stricken findet hier statt. Aber sitzt denn dann da deine Mama auch immer am Telefon? Ja. Also das ist der Raum, wenn man zum Beispiel den Hexenkalender bestellt, dann klingelt auch hier wirklich das Telefon. Ja. Und wir wissen gleich, wo das Ganze stattfindet. Denn das Arbeitszimmer von Stefanie Kalewski, das gucken wir uns natürlich auch gleich an. Gibt es bestimmt auch viel zu sehen. Ja. Was ist jetzt hier bei diesem Altar für dich so eine ganz große Wichtigkeit? Die Kerzen brennen, also die hast du wirklich auch immer an? Also ich habe die nicht natürlich nachts nicht an. Ja, ne? Das ist nicht klar. Aber wenn ich an den Altar gehe, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier von morgens bis abends am Altar sitze. Das ist nicht der Fall. Aber es ist für mich schon wichtig, eine Morgenroutine zu haben, eine Abendroutine zu haben, Gebete zu sprechen. Mein Kraftplatz ist das ein Stück weit... ja, der sich immer ein bisschen auch immer ein bisschen verändert. Also so wie er jetzt aussieht, muss er nicht zwangsläufig morgen aussehen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Jahreszeit wir gerade haben, was für eine Zeitqualität wir haben, was ich gerade gemacht habe, worauf ich gerade Lust habe. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also du bist ja zu Hause und dein Mann, wie gesagt, ja auch. Aber wenn du morgens so aufstehst, also viele beginnen den Tag mit einer Meditation oder sonst irgendetwas. Also gibt es auch so Rituale, die du tagtäglich eigentlich für dich machst? Naja, also bei mir ist es so, ich fange nicht gleich an zu meditieren. Ich gehe erstmal ins Bad und muss mich immer fertig machen. Ich muss erstmal im Tag ankommen. Ich stehe ja oft auch früh auf und dann gehe ich in mein Büro und dann habe ich auch noch niemanden gesprochen. Mein Mann steht manchmal nach mir auf, meine Kinder schlafen dann noch und dann habe ich hier Ruhe. Und dann schließe ich die Tür und dann bin ich hier ganz für mich. Und dann habe ich eben Zeit für Rituale, für Gebete, um einfach im Tag anzukommen. Und dann wechsle ich sozusagen den Platz vom Altar zu meinem Schreibtisch hin und dann fange ich an zu arbeiten. Also und dann geht das ungefähr so bis 19:20 Uhr, manchmal auch länger, je nachdem. Und dann geht das quasi rückwärts. Also dann gehe ich wieder in meinen Altar, dann gibt es wieder, für mich ist Dankbarkeit ein ganz großes Thema. Und im Normalfall bin ich über den Tag ganz fleißig und dann schließe ich das sozusagen ab. Die Einrichtung hier, also das hast du wahrscheinlich dir schon so auch ausgedacht, auch die Farben, also lila Spiritualität, also das ist schon auch eine Farbe, die du wegen der Spiritualität benutzt oder weil sie für dich auch so eine Art Kraftfarbe ist? Einfach, weil ich sie mag. Es hat bei mir nicht immer alles unbedingt magische Bedeutung. Allerdings hat sich das ganz gut ergeben. Das Lila kommt ja in meinem Logo auch vor und daher fand ich das ganz schön und wollte, dass es, also ich mag persönlich auch Lila total gerne. So Schwarz und Lila sind halt meine Lieblingsfarben und weil schwarze Wände mag ich nicht, dann im Lila, in dem Fall. Also mit den Klassikern bist du natürlich auch umgeben. Ne? Der Hexenbesen, der darf natürlich auch hier in irgendeiner Form nicht fehlen als Arbeitswerkzeug. Das ist so ein richtiger Hexenbesen, oder? Das ist so, muss er aussehen. So kann er aussehen. Hast du den selber gemacht? Nee, den habe ich geschenkt bekommen in einem Ritual oder nach einem sehr, sehr schönen Ritual habe ich den geschenkt bekommen. So kann ein Hexenbesen aussehen. Auch da gibt es kein richtig und falsch. Es gibt die haben sehr schön gedrechselten Stiel zum Beispiel. Das kriegt man hier, sowas kriegt man hier leider nicht. In den
den USA übrigens gibt es sehr schöne Hexenbesen auch zu kaufen. Mhm. Du sagst ja auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Genau. Also jeder muss schon auch so nach seinem gewissen Bauchgefühl natürlich hören. Aber es gibt natürlich schon Hilfsmittel. Es gibt so ein paar Utensilien, die sehe ich jetzt auch hier zum Beispiel. Also Karten, die hier natürlich liegen. Genau. Ziehst du dir auch morgens so eine Art Tageskarte? Ja. Also das beginnt dann schon auch damit, ja? Genau, oder mit den Runen. Da hinten in dem Säckchen sind meine Runen drin, die ich für zu Hause verwende. Im Sender verwende ich ja Bergkristallrunen und für meine Beratung. Hier zu Hause auch. Aber du darfst da auch, wenn du möchtest, ruhig mal reingreifen. Genau. Wie ich in das daneben. Ja, aber das ist meine Opferschale. Da, ich habe ja gesagt, Dankbarkeit und so weiter ist ganz wichtig. Und ein Altar ist halt einfach eine Werkbank. Ja? Das heißt, es darf auch mal was umfallen und es darf auch mal was unordentlich gemacht werden. Also da musst du dir keine Gedanken machen. Und das sind halt schwarze Runen. Mit denen arbeite ich, wenn ich sonst privat arbeite. Genau. Du hast gerade jetzt... Okay. Was habe ich jetzt für eine Tagesrunde gezogen? Das ist Gebo. Gebo steht für Liebe, aber für ein soziales Miteinander auf Augenhöhe. Sehr schön. Eine sehr kollegiale und liebevolle Rune. Mhm. Ja, das freut mich doch. Ja. Deine Kollegen vermutlich auch. Aber die wissen ja, dass es sehr kollegial und liebevoll bei uns zugeht. Tageskarten, könnte ich jetzt auch eine ziehen, oder? Wenn du das möchtest. Ich möchte. Dann nimm. Gern. Du darfst sie auch hochnehmen, mischen, du darfst wirklich, also fühl dich frei. Es gibt nur ganz wenig, was ich blöd finden würde. Das finde ich auch ganz schön. Also du bist ja nicht die erste Beraterin, die wir besuchen und bei jedem war wirklich die Tür offen. Also jeder hat wirklich gesagt, für uns ist es nur wichtig, kommt an, ihr müsst euch auf nichts irgendwie konzentrieren, fühlt euch einfach nur wohl. Ja. Das ist dir dann schon auch wichtig. Das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und zumal ist es ja so, ihr wisst ja, ich fühle mich in der nordischen Mythologie zu Hause. Und bei den Germanen gibt es die neun Tugenden und Gastfreundschaft gehört dazu. Und dementsprechend versuche ich natürlich, mich da auch auszurichten danach. Der Max darf die Tageskarte ziehen, weil... Der hatte noch keine. Nee, ach, der zieht in der Redaktion manchmal zieht er ja manchmal auch in der Redaktion, wenn wir endlich mal wieder in der Redaktion vereint sind, die Tageskarte. Das ist, oh, das ist aber eine sehr schöne Karte. Das ist Wunyo. Max und hat Wunyo, eine schöne Karte gezogen. Das ist eine richtig, Wunyo ist eine Wunscherfüllungsrune. Das sind ja Runenkarten. Und bei Wunyo geht es immer um Fülle. Das heißt, man darf sich trauen, sich die Fülle zu wünschen. Man darf sich von seinen Mitmenschen mal Dinge wünschen. Sich auch trauen, mal größere Wünsche zu wünschen und darf überrascht sein, was man eigentlich alles erfüllt bekommt. Ist eine schöne Karte für den Max, die er gezogen hat, denn das kann man an dieser Stelle ja auch erzählen. Er wird irgendwann leichter leben als Teammitglied, natürlich auch uns leider Gottes verlassen, hat aber Großes vor und hat gerade Bewerbungen losgeschickt. Sehr gute Zeit. Wo man sagt, hast du gut gemacht. Gott sei Dank haben wir heute bei Frau Kalewski, gibt dir jetzt auch ein bisschen Sicherheit, ne Max? Hier ist auch der Ort, wo du natürlich nicht nur arbeitest, sondern zum Beispiel auch dein kleines Unternehmen leitest. Mhm. Denn mittlerweile bist du ja nicht nur als Beraterin tätig, sondern du hast auch so einen kleinen Hexenshop gegründet, wo man ein paar Dinge natürlich auch bekommen kann. Ganz mini, den Hexenkalender. Also auch den kann man übrigens noch bestellen. Wir sind ja noch im Januar. Also das lohnt sich natürlich immer. Und natürlich auch die Kerze und hier hinten ist das ganze Verpackungsmaterial. Meine Wohnung ist schon so groß, immer noch so klein. Ja, ich habe keinen Platz dafür. Das steht halt darum. Ja, und hier sitzt du dann auch wirklich, oder wenn du bei Leichte Leben bist und den Hexenkalender vorstellst, sagen wir immer, deine Mama ist im kleinen Familienunternehmen. Ja. Also dann sitzt die hier und gibt dir das Telefon. Genau, sitzen wir dann. Und ansonsten sitzt du am Schreibtisch und führst nette Gespräche. Ja. Ja, was ist das denn für ein Ja, ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Ein sehr altes Buch mit sehr schönen Zeichnungen. Wenn du möchtest, darfst du das sogar anschauen. Na, das traue ich mich ja gar nicht anzufassen. Na, du bist wahrscheinlich haftpflichtversichert. Nein, Spaß. Da bin ich. Natürlich. Also du darfst das gerne. Nee, ist einfach so, das fällt mir jetzt nicht auseinander. Na, wenn du vorsichtig bist, nicht. Sehr vorsichtig mit sowas. Genau. Das genau, ja, das ist, guck. Ein extra schönen Kram. Ich habe aber manchmal Kram in meinen Sachen drin. Oh, das ist mein Katerli, der ist ja im Dezember gestorben. Oh. Genau. Ja, habe ich halt. In meinen Büchern ist immer Kram drin, wie ihr seht, ja? Auch so andere Bilder, genau. Egal, ja, nee, ich mag tatsächlich Wagner wahnsinnig gern. Ich mag generell klassische Musik, aber er mag dann auch gern, wenn es ein bisschen lauter ist, was ja bei Wagner so der Fall ist. Meine Freundin hat mal gesagt, wenn man so Rockmusik und Metalmusik hört, dann kann man auch Klassik hören. Und das ist offenbar bei mir die Kombination. Also, du bist auch laute Musik, so ein laut, Hauptsache laut. Ja, wie mein Mann sagt, Hottentottenmusik, genau. Hm.
Wie entspannst du, Steffi? Also gibt es da auch etwas? Bist du auch jemand, der vom Fernseher zum Beispiel sich da triviale Sachen... Ich weiß, dass du auch ein Dschungelfan bist. Also können wir dieses Jahr gar nicht drüber reden. Weil es ist so traurig. Es gibt denn so viel zu reden in diesem Jahr. Da ist mal wirklich so eine richtig gute Saison des Dschungels mal wieder. Ich habe so viel Spaß. Ich habe in der Staffel ja bis jetzt schon so viel gelacht, wie in keiner anderen zuvor. Es war ganz großartig. Nein, tatsächlich, sowas gucke ich schon ganz gern. So ein bisschen Trash im Fernsehen mag ich schon. Allerdings bin ich dann, wir gucken gezielter. Das habe ich schon festgestellt. Wir gucken also gezielter. Mein Mann und ich schauen dann gemeinsam, keine Ahnung, mal ein paar Staffeln einer Serie. Ich dachte, oder jetzt so. Wir schauen ab und zu natürlich auch Arte und also Dreisat. Ich gucke ganz viel, also Dreisat gucke ich nicht so viel, aber tatsächlich Dokus gucke ich total gerne. So Geschichtsdokus und so, das mag ich schon sehr. Ansonsten habe ich halt Hobbys, ne, wie andere auch. Ich horte Wolle. Genau, Stricken ist eins deiner Hobbys. Genau, und ich machst du das eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen beruflich? Also, dass man bei dir anrufen kann und sagen kann, ich will heute gar keine Karten gelegt bekommen, sondern ich hätte gern einen dicken Wollpulli. Nee, das mache ich nicht, weil ich denke, dass man Handarbeit immer nicht so richtig bezahlen kann. Weil da steckt so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Liebe, so viel Aber Zeit drin. Aber für wen strickst du? Für Gabi Decker. Ah ja, mit ihrer Wohltätigkeit. Richtig, genau, mit ihrer tollen Stiftung, die sie hat. Und da stricke ich tatsächlich Socken, ganz viele Socken. Ansonsten mal eine Decke. Gerade ich habe auch in meinem Büro immer Wolle liegen. Hier hinten sitze ich, manchmal brauche ich 5 Minuten, dann sitze ich an einer kleinen Decke für mein Büro. Also so eine Kuscheldecke halt. Und ansonsten, wie du dein Blick schon, geht schon in die richtige Richtung. Ich bin so ein Filofax-Junkie. Also das heißt so, Planer, ist also ein Kalender, ist für mich nicht nur ein Kalender, sondern auch Hobby. Hier sitzt sie, wenn sie zum Beispiel mit Ihnen auch telefoniert, wenn du natürlich auch als Questico-Beraterin tätig bist, aber nicht nur das machst du ja, sondern wenn es dann wieder endlich losgeht mit Leichter Leben im neuen Studio, dann bist du natürlich mit dem Hexenkalender auch wieder am Start. Genau, ich kann es kaum erwarten. Ich sitze dann auch hier und bereite alles vor. Ne? Also ich sitze dann schon am Schreibtisch. Kannst du mal die Karten legen auf den Februar, wie es jetzt so aussieht mit Leichter Leben? Oder eine Karte ziehen oder so? Na, das solltest du vielleicht machen. Was wollte ich von mir zeigen? Eine ziehen. Nur einfach so für uns. Möchtest du das machen? Nee. Lieber, hast du Angst? Ich mach's. Warte, ich bin ja so ein bisschen leichter. Muss ich bitte entspannen? Ich bin total entspannt. Also, ich sag, wir können es ja eh nicht ändern. Also wir würden du gerne... Nee, du hast nee. Ja, ich hab auch leichter genau. Leben. Ja. Mit der Karte, egal wie, verabschieden wir uns. Es ist aber irgendwie ein Neuanfang, oder? Ja, das ist Lagus. Lagus ist die Geburt. Die Geburt von etwas ganz, ganz Wundervollem, was aktuell noch ein bisschen, einen kleinen Moment Zeit braucht, aber dann wirklich, ja, zum Leben erwacht. Wenn es dann da ist und wir die Nabelschnur quasi durchtrennt haben, dann kann es richtig gut werden. Genau. Schöner kann man doch auch dieses Leichter Leben und Tour gar nicht beenden. Es hat ja alles sein Für und Wider. Also durch diese Zwangspause, die wir machen müssen, haben wir die Gelegenheit, unsere Berater eben auch mal ganz privat kennenzulernen. Das ist das Schöne dran. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir dich im Studio bei Leichter Leben auch wieder begrüßen können. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns demnächst. Wahrscheinlich morgen schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Leichter Leben und Tour. Also bleiben Sie uns treu. Und wir gehen jetzt Kuchen essen, oder? Hat der Mann sonst umsonst in der Küche? Und Glühwein trinken. Oh, jetzt können wir schon langsam.